Hierher, in die winterlichen Dolomiten, will mich heute der Südtiroler Profi-Bergsteiger Simon Gietl mitnehmen. Dass die Schneelage, wie in diesem Jahr so häufig, auch hier ziemlich bescheiden ist, ist für die Tour, die er mir vorgeschlagen hat, kein Hindernis. Wir gehen nicht auf Skitour. Wir gehen Winterbergsteigen. Simon, guten Morgen. Oh, hoi, Michi. Hoi, freut mich. Ja, mich auch, total. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, warum bist du aufgeregt? Ja, schöne Tour mit dir gehen. Ah, okay. Wo gehen wir hin? Ja, im Hintergrund sind die Skis schon, die kleine Vermeda. Und jetzt werden wir da mit den Skiern wie rumfahren und danach gehen wir in den Normalaufstieg. Schöne kleine Winterbergsteigung. Ja, genau. Schön, freut mich total. Ja, das Wetter ist eh top. Genau. Aber vorher gibt's einen Kaffee. Ich habe zwar einen gehabt, aber ist egal. Lieber trinke zwei, weil es sollen ja beide Augen wach sein. Dementsprechend hast du mich schon überredet. Okay. Ein ziemlich vielversprechender Start in den Tag. Auch wenn unser Ziel gar nicht weit weg ist vom trubeligen Pistenbetrieb, an einen felsigen Gipfel wie die kleine Vermeda verirren sich in den Wintermonaten nur wenige Menschen. Was ist der Unterschied zum Sommer im Vergleich beim Winterbergsteigen? Der größte Kontrast wird sicher sein, dass du alleine bist. Das glaube ich, ja, ja. Das ist einerseits und andererseits ist natürlich auch der Kontrast zwischen Sommer und Winter sein halt einfach einerseits natürlich die Verhältnisse, die Temperaturen, aber auch die kurzen Tage und die langen Nächte. Das ist so etwas, was mich auch fasziniert. Ja. Obwohl Simon mitten in den Bergen groß geworden ist, diese Faszination fürs Klettern und Bergsteigen, die hat er erst etwas später entdeckt. Ich bin mit 18 Jahren mit dem Motorrad unterwegs gewesen. Ja, das Motorrad ist verreckt und die haben einen Autostopp gemacht. Und mir hat nachher ein älterer Herr mitgenommen. Und während der Autofahrt hat er mir erzählt, dass er kurz davor auf der großen Zinne war. Und wie er mir das erzählt hat, das Erlebnis, das hat mich so fasziniert, dass ich mir ja relativ schnell gedacht habe, Simon, mit dem musst du mal umfangen, das kann wirklich was für dich sein. Wo ich die erste Klettertour gemacht habe und ich eh nicht weit weg von da, ich auf dem Sellerstock gewesen, bin hier oben gesessen und dann ein Gefühl gehabt, wie ich es davor nie gespürt habe. Und habe gewusst, das Gefühl möchte ich noch oft haben. Ich kenne das Gefühl, das Simon meint. Oben zu stehen, eine Tour geschafft zu haben, zufrieden zu sein mit sich und der Welt. Mal schauen, ob wir das heute auch erleben dürfen. Ja, gehen wir da her, dann können wir da ins Herrichten und die Steigeisen auch umlegen. Ein bisschen windstiller, gell? Sind wir im Wind geschützt. Für den Simon ist das Klettern im Winter Routine und eine seiner liebsten Disziplinen beim Bergsteigen. Ich muss gestehen, ich bin bei dieser Sache gerade ein wenig aus der Übung. Ah, ja, schon lange noch angehabt, die Steigeisen. Echt, ja, schon. Höchste Zeit, hä? Höchste Zeit mal wieder, ja. Perfekt. So, jetzt geht's zur Sache, oder? Ja, jetzt, Michi, wär's ernst. Gut. Start mal, hä? Start mal. Wartest du mal ganz kurz? Ich warte, ja. Geh da mal ein Stück klauen. Ist das da, wo sie teilweise mit Steigeisen in Sumo gehen, oder? Der Normalweg auf die kleine Vermeda ist ein Dreier und im Sommer eine entspannte Genusskletterei. Um diese Jahreszeit allerdings, wenn es kalt und windig ist und wenn man mit Steigeisen und Handschuhen klettern muss, dann schaut die Sache ein wenig anders aus. Ja, da hat es schon ordentlich Schnee, gell, Michi? Ja. Das ist hingeblasen. Ja. Ja, und das soll ich sagen, auch bei der Überschreitung gewesen. Da, wo wir gerade hinaufklettern, ist der Simon nur wenige Wochen vorher abgestiegen. Von einer Tour, die ungleich anspruchsvoller war als die, die wir heute machen. Super, Michi, sind wir schon verstehen. Gora wie ein Stück hinter uns. Perfekt. Nun ist genau da bist du abgestiegen vor drei Wochen, oder? Ja, genau. Jetzt ist da wieder zu kommen. Ja, ist schon etwas Besonderes, so kurzfristig wieder da zu sein und auch teilweise die Spuren noch zu sehen von mir, was ich da vor
drei Wochen gemacht haben. Ganz allein ist Simon an drei Tagen über alle Gipfel der Geißlerspitzen geklettert. Was für ein Abenteuer. Yeah. Das musst du erst aushalten, die alleine. Und jede Nacht, die was du im Freien bzw. besonders allein verbringst, sind eigentlich schon Momente, die was du mit Sicherheit nicht mehr vergessen wirst. Wow, nein. Das ist schon die Art von Bergsteigen, die du gern suchst, oder? Oder? Es geht dir nicht um große Schwierigkeiten, nicht groß um Rekorde, sondern es geht ums Erlebnis, oder? Schlussendlich ums Erlebnis und die Erfahrung, was du allem mit heimnimmst. Egal, ob du erfolgreich warst oder nicht erfolgreich, du wirst allem eine tolle Erfahrung dürfen mit heimnehmen. Und das ist das, was mich nach wie vor so motiviert. Dass es dem Simon beim Bergsteigen nicht auf Rekorde und möglichst schnelle Zeiten ankommt, sondern auf Erlebnisse, die er mit nach Hause nehmen kann, ist mir ausgesprochen sympathisch. Gut, die Erfahrungen, die wir heute machen dürfen, sind sicher nicht ganz so exquisit wie die vom Simon vor ein paar Wochen. Trotzdem, so einen schönen Berg in den Dolomiten ganz für uns zu haben und zu merken, wie gut und zügig wir trotz der winterlichen Verhältnisse vorankommen, für mich sind das Erlebnisse, die sich richtig gut anfühlen. Jawohl, cool, super, Simon. Bergheim. Danke dir. Wow. Hey. Super schön. Cool. Super Programm. Ja. Ja, warum eine Gaudi mit dir? Ja, fand ich auch. Hat Spaß gemacht. Und da ist es. Das unbeschreibliche Gefühl, nach einer schönen Tour auf einem Gipfel zu stehen. Ein Gefühl, das der Simon am liebsten daheim in den Dolomiten erlebt. Seit 2009 habe ich so ein bisschen angefangen, die Welt ein bisschen zu entdecken, weil ich vielleicht erst da mitkriege, dass die Welt nicht nach Südtirol aufhört. Und natürlich gibt es auf der ganzen Welt wirklich schöne Gebirgszüge und Berge, die was mich faszinieren und auch reizen. Aber unterm Strich muss ich allem wieder sagen, ich würde mit keinem anderen Ort tauschen wollen, wie wo ich darf, auch wachsen und bauen. Angesichts solcher Berge kann ich den Simon da ziemlich gut verstehen. Da bin ich echt gespannt, was ich da hingeschrieben habe. Sagen wir mal, das dürfte einer der letzten Einträge müsste sein, oder? Ja. Ich bin gespannt, wie viel das da noch eine mir rauskommt. Einer war nach dir. Ah, sechs. Ja. 16.02.2023. Geißlerüberschreitung von Campil bis hier in 2,5 Tagen. Was für eine Tour, was für ein Abenteuer. Simon Gierdl. Mit einem großen Smiley. Super. Unser Abstieg heute soll besser kein Abenteuer werden. Simon sorgt dafür. Okay, bravo. Er arbeitet auch als Bergführer. Für ihn ist das die ideale Ergänzung zu seinem anderen Leben als Profi-Alpinist. Ich glaube, so die Kombination zwischen eigenen Projekten und Bergführer ist genau das, was für mich richtig ist. Wenn ich mit Gästen unterwegs bin, nicht abenteuerfreundlich sein, wo man nicht weiß, wie es ausgeht. Die Kombination zwischen Anspannung und Entspanntheit und trotzdem dort zu sein, wo ich mich am wohlsten fühle, finde ich einfach ein krasses Privileg, wenn man das haben darf. Ich bin froh, dieses Privileg heute mit dem Simon teilen zu dürfen.
und nach der Tour dann richtig entspannen zu können. Auch das fühlt sich ganz schön gut an. Du hast ja ein Schüttel Brot genommen da. Das gehört der Wind dazu, ja. Wenn ich so auf Expedition gehe, dann muss das allem dabei sein. Käse und Schüttelbrot, das ist. Und das ist halt so interessant, wenn es einmal nicht so läuft, wie man es sich vorstellt. Und alle ja, haben ein bisschen den Kopf weit unten. Und jemand hat noch Mut, wirklich in Käse auszuschneiden und es gibt ein Schüttelbrot, dann ist die Stimmung. Alle hoffen, hoffentlich wird jetzt schön Wetter dann bleiben. Ja. Ich habe es jetzt schön ist, alles zugezogen. Ja, haben wir gut erwischt. Richtig gut erwischt.